Hey Freunde und herzlich willkommen zur 12. Etappe der Tour de France im Powerstack Lane Manager 2022. Wir haben heute drei HC Bergwertungen, das heißt, heute geht es auf jeden Fall richtig ab. Das ist die Königsetappe laut dem Spiel. Und ja, es wird auf jeden Fall heute wieder spannend. Es war schon letzte Etappe sehr spannend. Also, wenn ihr das irgendwie verpasst haben solltet, dann schaltet da auf jeden Fall nochmal rein. Das war wild. Ja, und ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Let's go. Und wir haben es tatsächlich wieder geschafft, mit Maximilian Schachmann in eine Ausreißergruppe zu kommen, die wieder extrem stark ist mit 20 Fahrern und Adam Yates drin. Und Pinot und Chaves und Woods und Matar und Gaudí und hast du nicht gesehen. Und wieder haben wir es nicht geschafft, mit Sam Bennett reinzukommen, der wieder ganz am Ende des Feldes gestartet ist. Ja, was soll ich sagen? Außerdem, die Tagesform unserer Bergkäfer sehen nicht so gut aus, außer vielleicht Kemner. Aber auch Schachmann heute mit nicht so guten Werten, habe ich gedacht. Ich könnte jetzt entweder sagen, ja, dann soll der eben auch noch helfen. Oder er war halt gut positioniert, er ist reingekommen. Let's go, Bergwertung, wir sind mit im Spiel. Let's be there, let's try it. und genau da, upala, da sind wir jetzt angekommen. Wieder Col du Galibier, ich glaube, das ist jetzt die andere Richtung. Und upala. Das ist doof. Da habe ich jetzt natürlich das Falsche eingestellt. Und jetzt muss er selber hier diesen Angriff starten. Kann sich an kein Hinterrad hängen. Und das sieht richtig schlecht aus. Ich weiß nicht, woran das jetzt genau gelegen hat. Aber es sind ja quasi alle an ihm vorbeigefahren. Obwohl er in der Attacke gefahren ist. Und er hat sogar Punkte verloren in der Bergwertung. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, hoffentlich läuft es bei der nächsten Bergwertung besser. Romain Bardet ist zurückgefallen aus der Hauptgruppe und fährt jetzt alleine hinten hinterher. Natürlich sehr relevant für uns und ich weiß nicht, wie das passiert ist und was da los ist, aber ja, nicht schlecht für uns. Schachmann ist jetzt wieder in der Hauptgruppe. Die haben mir da zu viele Attacken gestartet. Ich glaube, die hatten auch keinen Bock auf ihn. Hat ja auch nicht mitgearbeitet. Und ja, wir sind jetzt hier auch nur noch ein paar Leute in dieser Ausreißergruppe. Ich glaube auch nicht, dass sie durchkommen wird. Bei dem geringen Abstand. Romain Bardet hat aufgegeben. Ich weiß nicht, man hat es, glaube ich, gerade nicht mehr gesehen. Oder hier sollte man es noch sehen. Wir erfahren gerade, dass Romain Bardet Team DSM das Rennen aufgegeben hat. Einen schlechten Tag erwischt. Ach, er ist gestürzt. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Aber er ist gestürzt. Alles klar. Ja, schade für Budget. Halt irgendwie auch gut für uns. Heißt natürlich, dass wir da jetzt wahrscheinlich kaum Konkurrenz haben. Was jetzt diesen dritten Platz angeht. Wir haben noch Martinez. Wir haben theoretisch noch Lutsenko und theoretisch noch Enric Mas. Aber das war schon. Uran mache ich mir weniger Sorgen und so weiter. Da mache ich mir eher noch Sorgen um Schachmann. Und Heidewitzka, ich habe mal wieder die Trinkflaschen vergessen. Ich hoffe, dass Pollitt rüberkommt und dass ich dann, sobald wir an der Spitze sind, mit Pollitt das Wasser holen kann. Das wäre jetzt gerade wünschenswert. Aber es ist natürlich doof schon mal, dass ich es vergessen habe bisher. Und oh je, das sieht knapp aus. Wird es reichen mit Pollitt? Ist die Frage. Mallen reicht übrigens nicht mehr. Ich glaube, da muss ich jetzt schon mal austauschen. Ich habe Konrad mit dabei, ich habe auch Schachmann, dann nehme ich zuerst Schachmann. Was das Energielevel gerade angeht, erscheint mir das sinnvoller. Und an diesem Punkt, ja. Wird Pollitt es schaffen? Wird Pollitt es schaffen? Sonst muss ich halt mit Konrad das Wasser holen gehen. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt. Ja, ich muss ein bisschen früher gehen, damit es vielleicht reicht. Ja, Wasserflaschen holen. Ich versuch's. Ja, es sollte klappen. Es sollte klappen. Und es geht gleich in Alpe d'Huez hoch. Und ich glaube, wir werden gleich mal einen Zug einrichten. Wir haben gerade noch die Fahrer dafür. Wir haben heute, wie gesagt, nicht so gute Tagesform, aber ich hoffe, dass es reichen wird. Und deswegen werde ich jetzt mal. Ja, ich muss noch mal ein paar Meter gut machen. Glaube ich, damit sich das lohnt. Und werde das jetzt, glaube ich, machen. Wie gesagt, vielleicht nicht mal so optimal heute. Aber ich hoffe, dass es. Okay, Paulette, vergiss es. dass es irgendwie
gut gehen wird. Ich versuche einfach mal die verschiedenen Sachen aus. Ich meine, ich habe ja wirklich verschiedene Taktiken jetzt schon angewandt. Gerade was eben auch diese Bergankünfte angeht. Let's try it out, I guess. So, was soll schon schief gehen? Außer, ja, ich meine, es ist schon viel schief gegangen in den letzten Bergetappen. Aber gut, gehört wohl dazu. Wie gesagt, ich probiere auch einfach so ein bisschen was aus und ich kann mich jetzt auch ein bisschen entspannen, wie gesagt, auch mit Vlasov. Also, Bardet ist ausgestiegen. Was soll jetzt noch schief gehen? Ich glaube, ich sollte es nicht beschreien. Ja, mein Zug ist eher so in der Mitte des Feldes. Das ist natürlich nicht so optimal. Malen auch nicht so den Bergwert. Ich weiß, ich könnte gut damit zusammenhängen. Aber ich versuche halt auch noch nicht so viel reinzuhauen, dass ich hier nochmal also bisschen besser durchkomme und einfach mit der Energie besser haushalte. Ich hoffe, das ist die richtige Taktik. Sicher bin ich mir gerade nicht und Konrad kommt nicht durch. Ja, das ist das Problem, wenn du halt irgendwie eher in der Mitte des Feldes bist. Dass dann mehr Leute dich halt blocken können. Und ich habe gerade die ganze Zeit auf meine Fahrer geguckt, aber nicht mehr auf diese Werte hier. Und deswegen habe ich natürlich total verpasst, dass Schachmann plötzlich einfach keine Energie mehr hat. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu lange so laufen lassen. Das wäre natürlich ein bisschen waste. Es sieht noch ziemlich schlecht aus. Weil ich habe aber noch viel Energie mit Kemna und Vlasov übrig. Deswegen hau ich jetzt mit Konrad doch noch mal ein bisschen mehr rein. Und guck mal, wo die Gesamtklassementsfahrer sind und wo wir sind. Und das ist doof, weil das kostet natürlich auch immer noch mal ein bisschen roten Balken, wenn die da. Ich bin so ein. Ja, gut. Nun ist auch. Ja, ich muss ihn wieder so stellen, damit er Kemna und Vlasov halt durchlässt. So, Kemna und Vlasov, ihr seid auf euch gestellt. Ich hoffe das Beste. Ich glaube, ich gehe einfach mit 85 jetzt erstmal durch und schau, wie es weitergeht. Ich muss ein bisschen Boden gut machen. Ich habe auch ein bisschen Energie übrig. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht zu sehr geblockt werde. Und da sind halt schon die ein oder anderen Fahrer, die richtig am Kämpfen sind. Und ja, ich bin 6,5 Kilometer noch vom Ziel. Aber es sind noch nicht jetzt hier die steilsten Passagen. Ich glaube, ich bleibe einfach bei 85. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja, guck mal, wir machen Boden gut. Wir machen Boden gut. Van der Poel ist schon am Kämpfen. Und so weiter und so fort. Und die da vorne vielleicht verschärfen nochmal ein bisschen das Tempo. Aber die, ich glaube, bei denen wird die Energie gerade auch nicht so gut aussehen. Deswegen passt es schon. Und ich mache Boden gut. Ich fange die jetzt hier alle wieder ein von hinten. Ich roll das Feld von hinten auf. Das ist nicht schlecht. Das könnte funktionieren. Oh, aber jetzt ein Pogacar. Das ist natürlich nochmal eine krasse Tempoverschärfung. Aber den allerverliebten Martinez, die hole ich alle ein. Übrigens, mir fällt gerade auf, Kemna, vielleicht habe ich doch ein bisschen zu wild die Leute eingeholt. Aber ich habe ja da vorne auch noch einen Enric Mas. So, Kemna, ich achte drauf. So, jetzt ist alle. Jetzt muss Vlasov das machen. Ich gehe mal auf eine 80. Ich habe keine Ahnung, ja, wie gesagt, die steilsten Stellen sind gleich schon vorbei. Jetzt kommt nochmal eine steilere und danach wird es so ein bisschen abflachen, bis dann nochmal kurz vorm Ziel wirklich sogar fast ja, runter geht. Vingegaard ist an meinem Hinterrad. Uranwellens hole ich auf, aber da hinten ist halt noch Enric Mas. Aber ich muss aufpassen, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Ich glaube, es ist zu viel. Ich gehe auf eine 70. Ich gehe. Oh, der gelbe Balken, der gelbe Balken. Ich gehe auf eine 65. Ich gehe auf eine 60. Ich überhole die Leute trotzdem mit einer 60. Jetzt muss ich echt noch lernen. Ich weiß nicht, wie man das richtig einstellt. Enric Mas ist. Oh mein Gott. Also Pogacar und Roglic machen das jetzt vorne wieder unter sich aus. Wahrscheinlich wird es Pogacar gewinnen. Aber es ist nur noch Enric Mas vor mir. Ich hatte gedacht, dass da noch so zwei, drei Leute vielleicht noch dazwischen sind. Aber das ist gut. Das ist ja actually ziemlich gut. Dann bin ich schon mal wahrscheinlich zumindest Vierter. Wenn ich nicht jetzt noch Enric Mas überhole. Und wie gesagt, es kommt gleich nochmal ein bisschen eine flachere Stelle. Ich weiß natürlich absolut nicht, wie viel Energie der Typ noch übrig hat. Und jetzt werde ich auch noch Jack Haig vom Hinterrad verlieren, so wie es aussieht. Da klafft gerade so eine kleine Lücke.
Und gleich gehe ich dann den Sprint ein. Damit ich auch nochmal den roten Balken richtig gut utilisiere. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt, I guess. Oh, aber Mars hole ich nicht mehr ein. Ich werde ein paar Sekunden auf Enric Mars verlieren, aber das ist vollkommen fein. Das ist vollkommen fein. Wir sind Vierter in der Etappe. Wirklich nur wenig auf Enric Mars, weil Bardet ist ja komplett ausgestiegen. Da kommen Vingegaard, Uran und Hake rein, die ich alle überholt habe. Also, das ist wirklich nicht so schlecht gelaufen. Hier kommt ein Kemmler mit einem Martinez, einem Quintana und Caruso rein. Einzige traurige wahrscheinlich dieser Etappe ist tatsächlich Maximilian Schachmann. Wird aus der Gesamtwertung komplett rausfallen. Wahrscheinlich auch Bergwertung heute nichts geholt an sich. Ist ein bisschen schade. Man kann mich jetzt natürlich auch noch ein bisschen mehr auf Lasov konzentrieren und Schachmann komplett als Helfer einsetzen. Ja, vielleicht gehe ich nochmal für einen Etappensieg, aber so wie es scheint, wird das hier eh nichts. Roglic und Pogacar, die machen das unter sich aus. Selbst mit einer richtig, richtig starken Ausrüstergruppe. Also, Bennett und Van Poppel in einer Gruppe kommen rein, gar kein Problem. Jakobsen. Oh. Jakobsen sollte es aber auch noch schaffen, glaube ich. Petit wieder ganz hinten. Ja, 50 Minuten gleich. Dann wird schon eng. Ich glaube, ist das hier vielleicht das Limit, actually? Das könnte auch sein, ne? Also dann werden sie es gerade noch reinschaffen. Eine Stunde später als Roglic angekommen. Ja, Roglic konnte sogar noch feiern vor Pogacar. Dann kam dann Mars und auf Lasov. Wir haben ca. 20 Sekunden verloren auf Mars. Das ist fein, das ist nicht so schlimm. Ist ja jetzt auch nicht der beste Zeitfahrer, insofern passt das. Und ja, wir haben 3 Minuten auf Mars. Van der Poel immer noch in den Top 10. Immerhin. Alaphilippe auch gut dabei, Lutsenko und Thomas. Und ja, Schachmann ist halt eben rausgefallen heute. Bergwertung leider auf 9 jetzt mit Schachmann. Hinter Vlasov sogar. Das kann ich abschreiben, wahrscheinlich. Gerade noch dieser Etappe, da hätte ich es holen müssen. Aber das war heute nicht drin. Ja, hier hat sich nichts geändert. Und leider natürlich dann auch die Teamwertung verloren. Ich muss halt einfach alles dafür geben, dass Vlasov eben zumindest heute diesen vierten Platz einfällt. Und ich guck mal, also hier die Uran, Vingegaard, so, die haben auch teilweise echt bessere Bergwerte als ich. Martinez auch. Und trotzdem, dafür ein gutes Ergebnis. Muss ich mich, glaube ich, gar nicht unbedingt mit verstecken. Auch noch Kemmler auf Platz 12 gebracht. Auch nicht schlecht. Natürlich leider jetzt hier. Schachmann, 12 Minuten heute verloren. Immerhin noch auf Platz 14 in der Gesamtwertung. Aber sonst, ja, vielleicht gehe ich nochmal echt für den Kemmler mit einer Etappe. Hier seht ihr übrigens, dass die Leute hier aufgegeben haben. Wie gesagt, unter anderem, vor allem am wichtigsten Romain Bardet. So sieht's aus. So sieht's hier aus. Lasov kämpft mit einem Pogacar actually auch. Bergwertung, ja. Wenn überhaupt dann mit Vlasov, aber auch das halte ich nicht für realistisch. Weil da müsste er ausreißen und das geht ja nicht. Pogacar und Roglic werden das ansonsten unter sich ausmachen, genauso wie die Gesamtwertung. Wir haben morgen eine hügelige Sprintetappe. Also es ist jetzt eine Sprintetappe ausgewiesen, aber es ist schon sehr hügelig. Also wirklich sehr hügelig, würde ich behaupten. Gerade auch hier nochmal jetzt so kurz vor Schluss und so. Ist jetzt nicht gerade die Etappe für den Sam Bennett. Vielleicht könnte ich da sogar gucken, dass ich mir Lasov Punkte fürs grüne Trikot hole. Er ist auf Platz 4. Ich könnte überlegen, oder ich könnte auch versuchen, mit Kemmler auszureißen. Ist ja 87. Der ist da komplett raus. Und naja, aber hat auch nicht so die guten Werte, um dann in der Ausreißergruppe am Ende das Ding zu gewinnen. Mit 67er Sprint und 68er Beschleunigungswert. Aber 80er Ausreißewert, 77er Ebenenwert, 77er Hügelwert. Damit könnt ihr auf jeden Fall gut durchkommen. Vielleicht greift dann aber am Ende nochmal an. Schauen wir uns morgen an, wie wir positioniert sind, was klappt. Van Aert, Favorit, ja, würde ich absolut unterstreichen. Pedersen, Philipsen, okay, weiß ich eben nicht. Jürgen, ja, Sam Bennett. Müssen wir mal gucken. Ansonsten wahrscheinlich auch, to be honest, echt eine Sagan-Etappe. Vielleicht sogar ein echt, vielleicht wäre das seine Chance, nochmal einen Etappensieg zu holen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Etappe und gucken da mal, was passiert. Also bis dahin, macht's gut und bye bye.